Ganze stillgestanden. Richt euch die Augen geradeaus. Das Gewehr über. Präsentiert das Gewehr. Zum Einmarsch der Fahnen. Augen rechts. Thank you.
an den Galeonskommandeur, die Augen links. Auch geradeaus. Gewehr über. Gewehr ab. Rührt euch. Hallo, Schützenkameraden, gut Schuss. Schützenkameraden aus Schöttmar, Bad Salzuflen. Ich hoffe, ihr hört mich alle richtig. Ja. Wunderbar. Du bekommst es auch jeder mit. Es ist Kaiserwetter. Gestern hatten wir Königswetter, heute haben wir Kaiserwetter. Morgen die Steigerung, ich mag es kaum vermuten. Aber wollen wir unsere Majestäten nicht warten lassen. Sie möchten den Sonntag erleben, dieses Kaiserwetter. Wollen wir die Spannung nicht allzu hoch lassen. Darum sage ich jetzt, das Ganze hört auf mein Kommando. Das Ganze Stillstand. Richt euch. Augen geradeaus. Das Gewehr über. Präsentiert das Gewehr. Zur Meldung an die Majestäten. Augen rechts.
Eure Majestäten, liebe Schützinnen und Schützen, Bad Salzuflen steht in diesen Tagen wieder ganz im Zeichen des Schützenwesens. Lauter! Lauter! Mir ist in den vergangenen Tagen aufgefallen, ich glaube, so geht's besser, dass die Schützen auf großes Interesse und Sympathie in der Bevölkerung gestoßen sind. Der große Zapfenstreich am Freitag im Roten Garten war eine begeisternde, bunte Veranstaltung in einem Ambiente, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Wie es gestern beim Aufmarsch der Bataillone und auch heute sehe ich es wieder, im Kurpark besonders in Erinnerung geblieben, dass viele Kinder und Jugendliche dabei waren. Und ich meine nicht nur anwesend, sondern wirklich bei der Sache. Das sieht mir nach guter Nachwuchsarbeit aus, lieber Oberst Bonhoeffer. Dafür auch im Namen der Stadt sehr, viel, sehr herzlichen Dank. Sicherlich liegt das besonders an den vielen sehr attraktiven sportlichen Angeboten, die die Schützengesellschaft Bad Salzuflen im wahrsten Sinne des Wortes im Köcher hat. Die Bad Salzufler Schützen üben sich im Schießsport mit seinen vielen Variationen, unter anderem dem Bogenschießen, und können in Wettkämpfen gute Erfolge verbuchen. Die Jugendlichen erfahren dabei, dass zu Erfolgen ein diszipliniertes Training gehört. Konzentration auf die Sache und Teamgeist prägen die Gruppe der jungen Schützen und Schützen. Sicherlich liegt das aber auch daran, dass den Schützen die Belange der Stadt wichtig sind. Das erlebe ich durch ihr Engagement bei gesellschaftlichen Projekten in der Stadt. Ich nenne hier nur den Einsatz für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel beim jährlichen Spielfest und bei den Ferienspielen. An diesem Wochenende, liebe Schützinnen und Schützen, stehen allerdings mehr die anderen Grundlagen des Schützenwesens im Vordergrund: Geselligkeit und Brauchtumspflege. Die Schützengesellschaft in Bad Salzuflen von 1567 hat seit ihrem Bestehen schon so einige Regierungsformen miterlebt. König und Kaiserreich, ein Fürstentum, eine Diktatur und zuletzt eine stabile Demokratie. Und jetzt wieder für 4 Tage, wie ich gerade gelernt habe, auch ein kleines Königreich. Wir hörten gestern in der Konzertmuschel einiges über Daten, Jahreszahlen, echte und unechte Jubiläen und so weiter. Man könnte dies weiterspinnen und darauf hinweisen, dass das Fürstentum Lippe, das hier ein Solebad errichtet hat, im Jahr 1918 untergegangen ist. 1919 entstand das Land bzw. der Freistaat Lippe. Also könnten wir im kommenden Jahr schon wieder feiern. Wir werden allerdings ganz sicher einen Geburtstag feiern, meine Damen und Herren, nämlich den der Großgemeinde Bad Salzuflen. Sie entstand 1969 und wird damit nächstes Jahr 50 Jahre jung. Ich glaube, die Schützinnen und Schützen der Schützengesellschaften Schöttner und Bad Salzuflen haben gestern im Kurpark, und auch das zeigen sie heute wieder und die nächsten Tage, gezeigt, wie man in einer solchen Großgemeinde zusammenwachsen kann. Mit Humor, nicht zu viel Verbissenheit, Traditionsbewusstsein und Zukunftsfähigkeit. Tradition ist auch, dass der Bürgermeister den Schützen ein Fässchen spendiert und den Fahnenträgern für ihre guten Leistungen und ihr Durchhaltevermögen einen flüssigen Dank zukommen lässt. Ich mache das hier aus organisatorischen Gründen in Form eines lippischen Flachgeschenks, dass sie zum Löschen des Durstes, wofür ich angesichts der Temperaturen in diesen Tagen viel Verständnis habe, gern aber auch für andere Dinge wie die Jugendarbeit verwenden dürfen. Ich wünsche dem Schützenfest 2018 weiterhin einen derart guten Verlauf und dann auch dem neuen Königsthron eine erfolgreiche Regentschaft. Ja, wir bedanken uns natürlich dafür, für dieses Flachgeschenk, wie sich das gehört. In einem Dreiern, hurra! 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 Hurra!
wird nun die Verpflichtung der Offiziere vorlegt. Ich verpflichte nun den Bataillonsvorstand und die Offiziere für das Schützenfest 2018. Ich verpflichte Herrn Vorsitzenden Oberstleutnant Thomas Riepe, vertreten durch Hauptmann Eckhard Palm, Bataillonskommandeur Oberst Detlef Wollhöfer, Geschäftsführer Hauptfeldwebel Stefan Schulte, Bataillonszahlmeister Stabsunteroffizier Carsten Klöger, Bataillonsschießwart Oberleutnant Andreas Funke, Platzmajor Oberleutnant Jörg Menninger, stellvertretender Bataillonskommandeur Hauptmann Ulrich Böke, stellvertretender Geschäftsführer Oberleutnant Rolf Wolter, stellvertretender Bataillonszahlmeister Hauptfeldwebel Jan-Niklas Witt, stellvertretender Platzmajor Oberleutnant Markus Kampmann, Sportleiterleiter Oberleutnant Jörg Steinhoff, Presse- und Werbeleiter Leutnant Eberhard Graf, Kompaniechef Altstadtkompanie Hauptmann Sascha Ruge, Kompaniechef Salzieder Kompanie Hauptmann Michael Ditsch, Kompaniechef 5. Kompanie Hauptmann Jürgen Pilschens, Abteilungsleiter Bogensport Major Hans Wolfs, Abteilungsleiter Schießsport Schütze Olaf Brandsmeier, Thronoffizier Oberleutnant Michael Stute, Thronoffizierin Oberleutnant Silvana Hanke, Aufmarschoffizier Oberleutnant Reinhard Haller, Aufmarschoffizier Oberleutnant Wolfgang Krüssner, Aufmarschoffizier Major Jürgen Schröder sowie die Fahnenoffiziere unter der Leitung von Major Kalle Meyer und alle Offiziere der Schützengesellschaft Bad Salzuflen von 1967 e.V. Recht herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Und die Verpflichtung der Offiziere ist somit vollzogen. Na, hier Aufstellung nehmen. Na, hier. Hajo, oder? Wie wollen wir das haben? Wollen wir da vorne? Wir müssen mit der Fahne hier. Wenn wir hier stehen, ja, oder da, genau. Thank you.
Thank you.